Und damit herzlich willkommen zurück zu Warframe. Kleine Ankündigung am Anfang. Ich werde die nächsten paar Folgen werde ich am Stück aufnehmen und dann ja im Schnittvorgang nachher zum Schluss halt erst wegschneiden, so dass ich halt gucke, dass ich vielleicht missionsbasiert schneide oder wie auch immer oder aber zwei Missionen in einer Folge. Das heißt, die Folgenlänge könnte extrem variieren. Oder halt, ja, muss ich mal gucken. Vielleicht auch ein bisschen Zeitraffer für irgendwelche Farmmissionen oder sowas. Muss ich da mal schauen. Aber ma primär, um mich halt an mein neues Schnittprogramm zu wählen, zu gewöhnen. Aber das nur als kleine Info am Anfang. Und wir, ja, fangen an. Wir wollen ja unsere Schmiede bauen. Haben wir ja gestern gemacht. Achso, zweite Ankündigung. Ich habe mittlerweile meine Razer umgestellt. Ich habe mir jetzt die Taste E und die Taste V habe ich mir auf die Seite gelegt. Das heißt, Nahkampfangriff auf der Maus, da muss ich nicht immer weggreifen. Muss ich nicht immer den Finger weggreifen, dass er auf E geht, sondern habe das halt jetzt auf der Maus. Und mal gucken, wie sich das spielt. Und wir holen uns jetzt ja, unsere Schmiede. When you are ready, proceed to the navigation console. Warte mal kurz, wir machen das mal Tenno, we may als have a problem. The colony is Solo. unresponsive. Get to the surface so we can see what's going on. Und dann gehen wir jetzt mal los. Okay, diesmal sind wir wieder im Weltraum. I was afraid of this. The Grineer are here, and I cannot find any signs of living colonists. You still have a job to do. Find the boundary segment. Was ist das? So, wie gesagt, immer schön alles looten. This was once a prosperous independent colony until the Grineer arrived. Ja, er schon wieder. Fear you, but I will show them. Their love will return when I deliver you to them. Tenno, are you there? The signal cannot be boosted any further. Hurry, on a rate of time. Und wie ich auch in meinem Twitch-Kanal zu stehen habe, ich mache die Spiele in meiner Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein bisschen länger brauche für eine Mission oder sowas, als ihr es gewöhnt seid von anderen Spielern oder wie auch immer. Ja. Deal with it. Ich spiele in meiner Geschwindigkeit und das werde ich auch immer so tun. Wie war das? Der Bullet Jump war da auch noch eine Möglichkeit. Oh, wo habe ich den denn hingeschossen? Ja, gut. Also aufmerksam sind die nicht, oder? Achso, ich habe hier noch meine Fähigkeiten auf der. Ah, das ist ja auch. Das wäre ja auch geil. Nicht so weit. Wie gesagt, immer ein bisschen gewöhnen an das Movement-System. Ups, da ist noch eine Kiste. Was habe ich eigentlich? Kann ich das irgendwie sehen? Fähigkeiten. Sehe ich das irgendwo? Der Schwertstoß. Ohne Rang 7. Radiale Blendung. Radial verschießt Wurfspeere, die höheren Schadenversorgung Feinde an Wanden nageln. Der 3. Probieren wir das mal aus. Gucken wir uns mal, wie das aussieht. Fähigkeit nicht freigeschaltet. Okay.
Das war der Schwertstoß, naja. Achso, die Fähigkeit muss ich nicht nachher wieder aufladen. Das spielt sich bisher ganz gut mit der E-Taste auf der Maus. Wie auf die andere Seite, ne? Kann das sein? Oben komme ich nicht lang. Nein, den Bogen. Entschuldigung. Kann ich hier jetzt rüberspringen? Komme ich da rüber mit meinem Super Strafe? Das oder eher weniger? Ach, da kommt. Ah, okay, es geht auch einfacher. Weiter geht's. Ah ne, das ist ja X. Auch irgendwie noch eine neue Waffe. Ich hätte gerne irgendwie eine Pistole oder sowas. Am besten eine Schallgedämpfte, aber ich glaube, die gibt's hier gar nicht. Haha, das ist ja geil. Guck mal, da kann man hier rüberspringen. Wollen wir das noch machen? Komm, wir machen das mal. Und das geht schief. Okay, wir laufen doch wieder normal. ne, hier ist eine grüne Tür, ne? Komm, geht die auf? Müssen wir mal ein paar Nahkampfkills machen. Damit unser Schwert ein bisschen gelevelt wird. Und außerdem kostet das keine Muni. Rotmunition, okay, das war ein Großteil, ist ja echt eine Munition drin, ne? Aber bisher muss ich sagen, macht mir das Spiel echt ein bisschen Spaß. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Da ist eine Kiste auf dem Tisch. Gibt es denn noch was umsonst? Ach, da unten ist auch noch eine Locker. So. Geht das hier noch irgendwie weiter? Oder ist das bloß... Ne, das ist bloß ein Zusatzraum. Okay, gut. Ab die Post, halt! Und wieder raus. Ja, so langsam. Ups. So langsam kriege ich auch die Movements hin. Hoffe ich mal. Geht natürlich immer noch besser. Hihi. Entschuldigung. Musste aber sein, die muss ich auslaufen. Er hat ordentlich Credits fallen lassen. Alter Vater. 137.
Bisschen die Kunais noch leveln. Ach, hier bin ich reingekommen, glaube ich. Gleich mal nachlegen. Kunais for the win. War das? Okay. Die Kunai sind gelevelt, sehr gut. Gerade noch so. Gerade noch so davon abgehalten, Alarm auszulösen. Obwohl, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn die mal Alarm auslösen würden. Ne? Irgendwas muss ich hier machen. Achso, das ist der. Hier geht's weiter. Ganz schön große Lücke dazwischen im Aufzug. Voll der Ninja. Das war doch schön, oder? Schön leise weg des Schnetzels. Die lassen echt gut fallen. Achso, ich habe übrigens den. Der Deli-Bonus ist noch drin. Der ist kaputt, okay. Irgendwie 3 Stunden doppelt Ressourcen oder sowas fürs tägliche Einloggen. Deswegen kann das sein, dass ich ein bisschen mehr kriege. Muss da hoch, ja, ich weiß, aber wir gehen trotzdem erstmal hier hinten lang. So, die Mission dauert schon wieder länger, als ich gedacht habe. Na gut, ich bin aber auch relativ langsam, wie gesagt. Also einen ähnlichen Raum hatten wir doch schon mal. Das heißt, es sind da bestimmt auch Gegner dran. Hier nicht? Na? Achso, weil er hey, fest. So, nur ein Gegner? Da schleicht sich noch einer rum? Ne, ist noch einer. Halt, was ist hier los? Achso, da kann ich die. Kann ich wahrscheinlich den Alarm ausschalten, falls ich Alarm auslöse. Der ist diesmal zu. Da hinten haben wir alle. Dann ist der Raum, so wie es aussieht, geklärt, wa? Dann laufen wir mal weiter. Treppen hochrutschen. Ja. Geht er automatisch wieder runter in Hocke? Ja gut. Gleich mal wieder nachladen. Und wir müssen ja immer noch das Ding an unserem Fuß loswerden, ne? Storytechnisch, wie gesagt, habe ich noch nicht wirklich was gesehen. Ah, da ist es. Good. Your ship is one step closer to completion. Now, there is one more thing you need to do. Eliminate all Grineer and provide justice for the colonists. Jawohl. Soon the world eliminate will all be Grineer. Your spy. So glaube ich der erste Boss and I will control this warframe of yours. I will purge your doting mother and bring you home. Sensors now. You've been detected. Okay, das reicht. Ich soll ja alle Greeny umlegen, ne? Dann machen wir das, glaube ich, auch. Da ich auf den Sensoren bin, brauche ich auch nicht mehr schleichen.
Tür ist zu, da sind sie. Oh nee, das nicht. Und nur die aus dem Raum sind rausgekommen, okay. Gut. Schön looten. Noch einer? Bin weggemopscht. So. Credits können wir immer gebrauchen. Das war interessant. Schauen wir mal, ich habe hier, glaube ich, muss hier nochmal reingucken, ob ich was vergessen habe. Hoch noch, da ist noch ein Sprint. Soll ja alle Grüne umlegen, ne? Also machen wir das auch. Ist besser als gar nichts. Bist du? Bist du da auf mich? Doors are locked. Time to break in. Achso, die Doors sind. Ah, ich muss einbrechen. Okay. Komm ich rein? Ist hier ein Panel? Hier gibt es wahrscheinlich verschiedene Controller, die ich aktivieren muss. Egal, wir laufen trotzdem jetzt weiter. Genug rumgetrödelt. Oh. Finde eine Konsole zum Hacken. Alles klar. Ich musste es. Die haben abgeriegelt. Na gut. Breach complete. We're free to proceed. Gerade gar nicht so unfroh, dass ich den, ich glaube den Lebens, habe ich den Schildmodifikator reingenommen. Achso, ich muss nach unten. Nicht weiter. Ach, dadurch den kaputten, okay.
aber ich könnte mal ein bisschen Leben gebrauchen. Waren das die roten Kugeln? Ich weiß, auf höheren Stufen wäre ich jetzt schon tot. So, Energie. Another job well executed. Das war ja mal was.